Heute zeige ich, wie wir unseren Horror, Psycho oder was auch immer Kurzfilm Sommerhaus gemacht haben. Hallo, nach einer langen Abstinenz gibt es jetzt auch mal wieder ein Video, aber ich war nicht faul, ich werde einfach nur mit keinem Projekt fertig. Aber viele Projekte, die letztes Jahr begonnen wurden, sind auch bald fertig, deswegen wird in der nächsten Zeit auch wahrscheinlich ein bisschen mehr kommen. Und zu Sommerhaus habe ich vor, ein paar mehr Folgen zu machen, zum Beispiel wird dafür noch ein extra Outtake-Video kommen, eine fast stundenlange On-Set-Experience, ein paar fertige Tutorials, ein Videotagebuch von Thoringe, ein zweiteiliges Making-of, ja, das hier ist nur Teil 1, deswegen, ja, heult nicht rum, und noch ein paar andere spezielle Sachen. Also, ja. Können wir mal anfangen, ne? Das Schwierigste bei der Planung vorab war, wie natürlich immer, die Zeit, da wir eigentlich geplant haben, einen komplett anderen Kurzfilm zu drehen, aber bei dem gab es ein paar Probleme und deswegen entschied sich erst zwei Tage vorher, wo wir tatsächlich drehen werden. Und es war dann entweder der Dreh, wo das Drehbuch und alles schon komplett fertig waren, oder halt der Dreh, wo noch nichts fertig war, außer eine grobe Idee. Und natürlich, wie immer, wurde es das, wo noch nichts fertig war. Aber so ist es halt, ne? Aber da ich wusste, dass die Chance besteht, dass wir da drehen würden, habe ich schon mal ein paar Ideen gesammelt und so hatte ich quasi vorher schon mal eine kleine Basis. Aber nichtsdestotrotz muss ich einen Tag vor der Anreise das Skript schreiben und die Shotlist machen und das bedeutet quasi so viel wie mehrere Stunden am Laptop sitzen und erst um 3 zu Bett gehen. Gedreht haben wir das zu dritt an 3 vollen Tagen in dem Haus von Verwandten von Lorenz und da Lorenz und ich das schon ein bisschen kennen, gab es auch keine Probleme, das alles zu planen vorher. Das einzig Blöde war nur, dass das Haus relativ klein ist und man zu dritt mit einer Menge Filmequipment gerade so unterkommt. Außerdem ist das Haus am Arsch der Welt, was natürlich heißt, dass man das Essen und alles so vor mitnehmen muss, was natürlich dafür sorgt, dass man sich sehr, sehr ausgewogen ernährt. Möchtest du den gleichen Sandwich haben? Ja, immer. Soll ich ja einen Hotdog machen? Das wäre so. Also ich habe keinen Hunger mehr. Dadurch, dass man zu dritt 3 Tage am Arsch der Welt gefangen ist, ist natürlich eine Rollenverteilung sehr wichtig. Das heißt, kochen, abwaschen, Sauberkeit und Ordnung einhalten. Aber das sind alles Sachen, die Thoringe nicht gekonnt hat. Wo ist das Kaugummi hin? Ist ja mal wirklich Schrott, ey. Nicht auf den Boden schmeißen, Alter. Zu blöd. Haben wir nicht das vorige Wäsche ab und weg und alles? Ja, mach doch. Nee. Du hast gestern nichts gemacht, Alter. Ich weiß. Du hast dich jetzt ins Bett gelegt, du. Was bei einem guten Drehen natürlich niemals fehlen darf, ist Deutschrap. Ganz viel Deutschrap. Will ich hängen mit einem Beachco, erhäng ich rapido. Bist du dumm oder so? Aber Copyright sowieso. Das ist lustig. Also direkt nach der Ankunft haben Lorenz und ich schon mal angefangen, die Tage mit Hilfe von Shotlister zu planen. Shotlister ist eine App für fucking 14 Euro, aber jeden Cent wert. Man kann quasi alle Shots eintragen, aufschreiben, wie viel man dafür investieren möchte, beliebig umsortieren und halt allgemein noch Infos zu den Shots aufschreiben. Das Gute an der App ist, dass man in einen Live-Mode schalten kann, wo man genau abhaken kann, welche Shots man schon erreicht hat und wie lang man überzogen hat oder wie weit man im Vorsprung ist. Also haben wir alle 3 Tage im Vorab schon geplant und hatten 75 Shots zu erledigen. Also eine Menge. Aber wir wollten uns auch nicht ausruhen, da wir eine Menge zu tun haben in den nächsten Tagen und wir haben tatsächlich es auch geschafft, die erste Szene und den ersten Dialog zu drehen. Nicht schneiden. Schneiden habe ich später gemacht. Ja. Wichtig für den Film war natürlich Thoringes T-Shirt, da es mit der Zeit immer abgeranzter aussehen soll. Und das hieß für ihn am Anfang natürlich erstmal über den ekelhaft nassen Boden zu rutschen, der kalt ist, aber... Au! Ein Viertel in der Strecke. Oh! Das T-Shirt ist mit dir so von der Arsch. Ich weiß! Meine Mutter wird mich umbringen! Schauspieler war aber nicht das Einzige, was Thoringe machen musste. Er musste nämlich auch die BTS-Aufnahmen machen, da ich wusste, dass ich dafür keine Zeit habe. Und das Blöde ist nur, dass er mit Kameras noch nicht so viel Erfahrung hat. Und deswegen... Hello. 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 What's the matter with you? Are you trying to annoy me? Awesome. Oh. Yes. Oh fuck, my finger, I said. I have to pee. Me too. No, I don't. Oh. Okay. Morgen, wie geht es Ihnen heute? Oh, bestens. Darf ich Sie so ein bisschen filmen? Immer. Ja, können Sie mir so ein bisschen was von Ihrem Alltag so erzählen vielleicht? Saubude. Saubude? Saufen gehen. Oh, saufen gehen, oh, das ist doch geil, ne? Piss dich. Lol, du stehst hier. Ey. Oh, das hat ja wieder Haken, lol. Kennt ihr das? Was ist das? Welches Pokémon ist das? Getriggert. Getriggert, Alter. Aber der Anfangsdialog war auch die letzte Sache, die wir an dem Tag gedreht haben. Und eingeplant waren dafür eigentlich insgesamt 30 Minuten. Aber... Thoringe. Wie weit? Vom alten Campingplatz.
Wie heißt du? Jesko. Bist du geistig komplett behindert, Alter? Alter? Was? Ja, ich möchte ab Wohnwagen. Okay. Wohnwagen. Was? Wohnwagen. Wie fängt man deinen Dialog an? Wohnwagen. Irgendwo in Polen, glaub ich. Jo. Wie meine ich mit dem Gift? Schon wieder längste Take. Irgendwo in Polen, glaub ich. Junge Lorenz! Rip in Peace, Alter. Rip in Death. Lorenz, Rip in Peace, please. Wieso Rip in Peace? Peace? Komm jetzt bitte weitermachen, Alter. Die eingeplanten 30 Minuten wurden dann zu einer Stunde. Aber ich habe ihm das Skript auch erst an dem Tag gegeben. Also, aber, ne. Was aber ziemlich blöd daran war, war, dass es mit der Zeit immer dunkler wurde und deswegen man ein paar Probleme beim Schneiden hatte. Man muss aber dazu sagen, dass der 20-Euro-Reflektor, den ich mir vorher gekauft habe, eine Menge geholfen hat. Eine Menge geholfen hat, ja. Der hat mir richtig geholfen. Richtig wie so ein Bastard. Im Allgemeinen ist so ein Reflektor eine der besten Investitionen, die ihr machen könnt. Und wirklich, ich habe den bei fast jedem Shot draußen benutzt. Außer bei der Kampfszene, aber dazu kommen wir später. So ein Reflektor macht einen immensen Unterschied und kann sogar in 5 verschiedene Konfigurationen gebracht werden. Einmal Weiß, Silber, Gold, Schwarz und Diffusion. Aber am meisten benutze ich eigentlich nur Weiß und Gold. Weil Gold... Bling, bling. Natürlich war am Ende des Tages mal wieder Deutschrap angesagt. Wie geht's deinen Händen mittlerweile? Welche Hände? Jetzt war natürlich angesagt, dass sich jede Person für den nächsten Tag vorbereitet und die für den Abwasch zugetragene Person den Abwasch macht. Leider traf davon nur eine Sache zu. Lorenz hat Turing nämlich geraten, dass er ein bisschen früher zu Bett gehen soll, da er nächsten Morgen direkt ins kalte Wasser gehen muss und er wollte halt nicht, dass er sich erkältet. Das war für uns natürlich ganz klar, aber wir haben halt nicht damit gerechnet, dass er schon um 9 zu Bett geht und seinen Abwasch vergisst. Aber da Lorenz und ich natürlich fürsorglich sind, haben wir ihn natürlich schlafen lassen und den Abwasch für ihn gemacht. Das war's mit dem ersten Tag, den Rest seht ihr im zweiten Teil von Making Of. Und bis dahin könnt ihr euch die anderen Folgen zum Sommerhaus angucken oder halt die älteren Making Ofs. Wann genau die kommen, sind noch nicht klar, aber wenn ihr hier abonniert und diese komische Glocke da drückt, dann werdet ihr auf jeden Fall informiert, wenn was kommt. Es werden auch nicht alle Folgen zu Sommerhaus auf diesem Kanal kommen, nämlich das Video von Thoringe wird natürlich auf seinem Kanal kommen, Spacer heißt der, das Watching with Glazers wird auf seinem Kanal kommen, also Glazers. Ein paar von diesen vertieften Tutorials und die Onset Experience kommen auf meinen Zweitkanal und ein paar andere Sachen kommen noch auf den Pervy Boom Kanal. Und auf diesem Kanal werden halt die vollwertigen Folgen wie die Making Ofs oder andere Filmmaking-Sachen wie zum Beispiel über Audio-Abmischen oder wie lasse ich eine DSLR wie eine Filmkamera aussehen kommen. Also abonnieren nicht vergessen. Falls ihr übrigens eine Idee für diese Filmmaking-Show habt, wie die heißen soll, schreibt die Idee bitte in die Kommentare. Ich guck mal, was ich da nehme. Wir sehen uns dann alle spätestens nächste Woche wieder oder im besten Fall halt noch früher, wenn irgendwas früher kommt. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Ich habe jetzt meine Silbe in der doppelten Geschwindigkeit gesprochen und ich werde mich jetzt wahrscheinlich erhängen, weil ich mich die ganze Zeit versprechen werde. Und deswegen sage ich jetzt schon mal Tschüss und ich gehe jetzt einfach weg und ich rede einfach irgendwas weiter und ich habe keine Ahnung. Deswegen werde ich einfach weiterlaufen und die Tür auf jetzt machen. Und Pisse! Jo, bis dann. Endlich ist er weg. Jetzt kommt Intro. Intro. Schlaganfall. Sind jetzt auch in der nächsten Zeit... Oh, was war das denn? Nachgestockt. Jetzt war natürlich angesagt, dass jeder sich für den nächsten Tag vorbereitet und die für den Abwasch zugeteilte Person den Abwasch macht. Aber da Lorenz und ich natürlich fürsorglich sind, haben wir das gerne für ihn gemacht und ihn auch locker schlafen lassen. Locker. Aber da Lorenz und ich auch fürsorglich sind, haben wir das natürlich zugelassen. Was? Aber da Lorenz... Und halt auf diesem Kanal könnt ihr die vollwertigen Mockingjay. Was? Hä? Dort Thoringe!